Als klarer Favorit ging der BFC Dynamo in das Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Wir sind Underdog, wollen den Favoriten aber ärgern, sagte Gästetrainer Georg Martin Leopold vor der Partie. Gesagt, getan. Meuselwitz in den roten Trikots stört frühzeitig, ist präsent in den Zweikämpfen. Das bekommen die Berliner von Sekunde 1 an zu spüren. Eckert auf Fischer. Bethke kann parieren. Gute Möglichkeit für Luis Fischer nach 15 Minuten. Bereits in der ersten Minute musste Leon Bethke zum ersten Mal eingreifen nach einem Schuss von René Eckert. Der BFC findet noch gar nicht ins Spiel. Meuselwitz dagegen lauffreudig und in Spiellaune. Da ist Bock. Der versucht's mal aus der Distanz. 37. Minute. Dominik Bock, der Rechtsverteidiger. Auch offensiv immer wieder zu finden. Seinen Schuss hätte Leon Bethke aber wohl gehabt. Trainer Heiner Backhaus war überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung seiner Elf. Sie hatte bis dahin nur wenige Torszenen. Es fehlte die Präzision und Entschlossenheit. Dadaschow spielte 2016 auf 17 beim ZFC, traf 22 Mal in 38 Spielen. Hier scheitert er an Leon Schmökel, der seinen Schuss erfolgreich blockt. In den ersten beiden Spielen war Dadaschow jeweils erfolgreich. Der anschließende Eckball und da ist er wieder. Dadaschow deutet hier seine Torgefährlichkeit nochmal an. Das war die beste Chance für die Gastgeber in Halbzeit 1. Schonkost für den stimmgewaltigen Anhang. Die Gäste hatten zuletzt ein 0:2 noch gegen Lok gedreht. Am Freitag waren sie im Pokal erfolgreich. Selbstvertrauen also vorhanden. Dominik Bock wieder mit vorne und den bringt er noch rein. Da ist Hansch zur Stelle. Die Führung für die Gäste in der 42. Minute. Und die ist nicht unverdient. Florian Hansch erzielte den Siegtreffer gegen Lok. Jetzt bringt er seine Mannschaft in Front. Trainer Leopold konnte hochzufrieden sein. Der Underdog führte beim Favoriten zur Pause mit 1:0. Und sie kamen nach Wiederanpfiff direkt zu weiteren Möglichkeiten. Fischer mit der Flanke für Hansch. Das wäre was gewesen. Erst kurz vor und dann unmittelbar nach der Pause ein Treffer. Aber der BFC machte jetzt Druck. Die Halbzeitansprache von Trainer Heiner Backhaus zeigte Wirkung. 59. Minute. Stockinger mit der Flanke für Breitfeld. Der kommt völlig frei zum Kopfball, kann den Ball nicht mehr entscheidend drücken. Dennoch gute Gelegenheit. Es war jetzt die beste Phase der Gastgeber. Ecke Wiesmeier. Und da ist Eder mit dem Kopf zur Stelle. Der Ausgleich in der 64. Minute durch Steffen Eder, den Innenverteidiger. Eder kam vor der Saison aus Bayreuth, hat immerhin 13 Mal in 110 Regionalligaspielen getroffen. Hier macht er sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Eckert und Schmökel links machen einen Schritt zu viel Richtung Ball. Dadurch wird Eder frei und kann ungestört einköpfen. Und belohnt seine Mannschaft für die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause. Mit dem Unentschieden wollten sie sich aber nicht zufrieden geben. Nur eine Minute später rollt der nächste Angriff. Patrick Susek, der war zur Halbzeit eingewechselt worden. Und dann landet Dadaschow im Tor. Der Ball aber segelt vorbei. Das war denkbar knapp. Dadaschow konnte danach weiterspielen. Wiederum nur 2 Minuten später, das ist wieder Susek. Da war jetzt viel Tempo und Dynamik drin. Patrick Susek. In der letzten Saison hatte Meuselwitz beim BFC bis zur 82. Minute geführt. Dann verloren sie noch mit 1:2. Danach sah es kurzfristig wieder aus, aber Meuselwitz konnte sich dann vom Druck befreien und nutzte die Umschaltmomente. Und plötzlich ist Jacobi frei, hat freie Bahn, läuft auf Bethke zu und kann diese Chance nicht verwerten. Da ging ihm wohl etwas die Puste aus, sowie die nötige Konzentration für einen gelungenen Abschluss. Till Jacobi, er hatte bereits zuvor eine 100%ige vergeben, hätte auch hier mehr draus machen können in der 72. Minute. Die Schlussphase, Fehlpass Eder.
Und dann geht es sehr geradlinig nach vorne. Das ist Nils Schätzle, der legt ab auf Hansch und Florian Hansch. Bethge kann halten, aber die Szene lebt noch. Der Ball kommt zu Amer Kadric. Versucht es nochmal von der Strafraumgrenze, aber Bethge hat den sicher. Hier nochmal der Schuss von Florian Hansch. Beide Teams auf Augenhöhe, beide wollen den Siegtreffer. Es läuft die Nachspielzeit. Nochmal langer Ball auf Dadaschow. Der kommt zu Fall. Aber die Pfeife von Schiedsrichter Wenske bleibt stumm. Alle fordern Elfmeter. Rainer Backhaus nicht immer einverstanden mit den Entscheidungen vom Schiedsrichter. Ebenso wenig Dadaschow. Aber das ist zu wenig, um hier auf Strafstoß zu entscheiden. Ein leichter Kontakt ist da. Natürlich ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt egal wie. Der Siegtreffer muss irgendwie fallen. Dann ist da nochmal Unordnung im Strafraum der Gäste. Die Flanke kommt nicht an. Aber nochmal Stockinger gegen Amer Kadric. Stockinger mit der Flanke und Eckert fast ins eigene Tor. Aber Lukas Sedlak im Tor der Gäste hält diesen einen Punkt für Meuselwitz fest. Denn am Ende steht es 1:1. Ein Punktgewinn für den ZFC, oder Florian Hansch? Ich glaube, mit einem Punkt hier rauszugehen ist gut. Das hat uns niemand zugetraut. Am Ende würde ich sogar sagen, ärgern wir uns, also ich zumindest ein bisschen, dass nicht mehr rausgekommen ist. Es war ein wahnsinnig guter Kampf von uns. Es war ein anstrengendes Spiel. Wir haben uns in jeden Ball reingeschmissen. Wir haben hinten viel wegverteidigt. Haben dann vorne unsere Chancen nicht so gut genutzt, aber haben uns am Ende hier trotzdem mit einem Punkt belohnt. Ich hätte gern gewonnen, die Jungs auch, aber wenn man sich am Ende darüber aufregt, beim BFC nicht gewonnen zu haben, hat man dem Spiel, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Der ZFC kann den Punktgewinn feiern. Für den BFC und seine Ambitionen sind es sicherlich zwei verlorene Punkte. Kapitän Chris Rea. Ja, natürlich war der Trainer nicht begeistert. Ja, aber das gehört dazu. Es ist nun mal so, auch, dass man da das auch mal lauter werden kann. Es ist alles in Ordnung. Wir wussten oder jeder Spieler selber wusste, dass er nicht auf seinem Level gespielt hat. Und ja, deswegen wollten wir einfach eine bessere Leistung zeigen in der zweiten Halbzeit. Was gab es am Ende für Worte vom Trainer im Kreis? Bleibt intern. Alles klar. Ich muss Meuselwitz ein Kompliment machen. Es ist eine Mannschaft, die vielen Spitzenmannschaften richtig wehtun wird. Sie legen wenig Wert darauf, hinten rauszuspielen, sondern spielen ganz geradlinigen Fußball. Wir können sich ja für Umkehrspiel permanent verlassen, haben da viele Spieler, die tief gehen. Und wenn du dann schlampig wirst, wenn du dann nicht mehr zurückläufst, dann läufst du in den Konter rein. Und das haben wir in der ersten Halbzeit, ist uns das widerfahren. Insofern sind das sicherlich zwei ganz ärgerliche Punkte, die wir verloren haben. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir zumindest all das getan, was wir von den Spielern verlangen. Da gibt es also noch einiges aufzuarbeiten. Am Samstag beim Aufsteiger FC Eilenburg müssen sie es dann umsetzen.